Wahl in Bayern. Wählt die Grünen. Werte Trijuda. Morgen am Sonntag, dem 28. September, findet in Bayern ja die Landtagswahl statt und ich rufe und plädiere dazu auf, wählt die Grünen. Warum die Grünen, werden Sie fragen. Ich selbst bin seit 1962, also seit 46 Jahren, Mitglied der CDU, aber momentan kann man die Partei nicht empfehlen, obwohl ehrlich gesagt, der amtierende bayerische Ministerpräsident ein guter Mann ist und auch bislang gut Arbeit geleistet hat. Ich war selbst Abgeordneter und jemme heute den Zeiten nach. Was waren das doch für Zeiten, als ein Strauß, ein Kohl und so weiter das Sagen hatten. Das waren eben Leute von Format, wie sie natürlich die SPD mit Helmut Schmidt und Willy Brandt genauso hatten. Aber was ist heute? Als Jugendlicher würde man sagen, nur tote Hose. Ich bin hinsichtlich der Bayernwahl auch der Meinung, dass die CSU einen Denkzettel braucht. Die Korruption in der Partei ist nicht mehr hinnehmbar. Nochmals, der amtierende Ministerpräsident Beckstein ist ein guter Mann und hat bisher auch gute Arbeit geleistet und so wie es aussieht, wird er wohl auch weiterhin etwas gerupft, Ministerpräsident bleiben. Aber eine gestärkte Opposition in Bayern muss her. Und dafür können eben nur die Grünen, oder die Linken, stehen. Da es aber zweifelhaft, ob die Linken den Einzug ins bayerische Parlament schaffen, sollten sie ihre Stimme den Gründen geben. Die Grünen sind nun in Bayern wirklich noch die einzigste Partei mit Format und neuen Ideen und außerdem haben die Grünen in den letzten 20 Jahren in Bayern, man muss es neidvoll anerkennen, gute Arbeit geleistet. Wissen Sie, warum soll es in Bayern denn nicht auch mal einen Erdrutsch geben, so wie vor 40 Jahren in West-Berlin oder vor 25 Jahren in Spanien? In West-Berlin regierte damals die SPD mit einer 64% Mehrheit, wir CDU-Ler waren da nur Garnitur. Dann hat sich das in den 70er und 80er Jahren rapide geändert. Und Spanien? Nach Einführung der Demokratie 1975 regierten die Falangisten bis 1982, die Sozialisten traten chancenlos an und gewannen 1982 die Wahl mit absoluter Mehrheit. Warum sollte so etwas nicht auch mal in Bayern passieren? Es wäre ein Aufbruch, wenn die Grünen auf einmal die absolute Mehrheit erringen können und eine Claudia Roth als Ministerpräsidentin. Das wäre mal so ein richtiger Neuanfang. Natürlich wird es so wohl nicht kommen, aber die Grünen sollten gestärkt werden, schon aufgrund der Tatsache, dass sie in den letzten Jahren in Bayern gut gearbeitet haben. Die SPD kann man eigentlich vergessen, die treten schon seit 25 Jahren bei Wahlen mit Leuten an, die von vornherein chancenlos sind. Und die CSU ist schlicht gesagt verbraucht. Auch wenn ich nochmal sage, der amtierende Ministerpräsident Beckstein hat gute Arbeit geleistet. Aber die anderen. Es ist eine Schande für die CSU, dass der Vorsitzende der Partei keine politische Verantwortung als ehemaliger Finanzminister und Aufsichtsrat der Bayern Hypo übernehmen will. Der CSU-Vorsitzende hätte längst aus politischem Anstand zurücktreten müssen. Vor 20 Jahren wäre so etwas noch undenkbar gewesen. Aber heute ist das Land korrupt wie in einer Bananenrepublik. Sie werden es noch erleben, scheibchenweise hat die Bayern Hypo zugegeben, die Finanzverluste seien inzwischen bis auf 5 Milliarden Euro angestiegen. Das ist die Unwahrheit, die Verluste der Bayern Hypo belaufen sich in Wahrheit auf über 8 Milliarden Euro. Aber das muss natürlich verschwiegen werden. Und den Hut will sowieso niemand nehmen. Setzen Sie sich mal zurück in die 70er oder 80er Jahren, da macht eine Landesbank 8 Milliarden Euro, das wären etwa 16 Milliarden DM gewesen, Verlust durch Schlamperei und so weiter und niemand interessiert das. Der CSU-Vorsitzende hätte längst aus politischer Verantwortung seinen Hut nehmen müssen. Und den sollen die Bayern jetzt auch noch wählen, nein danke. Es brodelt ja sowieso schon mächtig in der Partei. Aber das muss dem Volk vorenthalten werden, schließlich ist ja Wahl. Da steht zwar ein Seehofer in den Startlöchern als Nachfolger, aber den halte ich genauso für eine Niete.
Als Landwirtschaftsminister, Gesundheitsminister in Berlin hat Seehofer meines Erachtens sehr mäßige, ja sogar schlechte Arbeit geleistet. Neue Männer braucht die CSU, aber woher sollen die kommen? Da hätte ich auch keinen Vorschlag außer vielleicht mich selbst. Es ist wirklich so, die einzigste Hoffnung sind die Grünen und leider auch die Linken. Ich würde mir wünschen, es könnte einen Erdrutsch geben, die Grünen, die sowieso zulegen und möglicherweise vielleicht sogar zweitstärkste Partei werden könnten, machen einen Kantersprung auf die 30%. Das wäre eine große Erfrischung für Bayern. Die CSU, aber auch im Bund die CDU, ist verbraucht und man hat das Gefühl, dass nur noch vor sich her vegetiert und gewerkelt wird. Ein Wechsel müsste her, aber woher soll der kommen? Die SPD ist doch genauso eine lahme Ente. Wir werden eine Änderung im Bund bei der nächsten Bundestagswahl bekommen, auch wenn das dann nur wieder mal die bessere durch nur schlechten Möglichkeiten sein wird. Steinmeier von der SPD wird Kanzler in einer Koalition von SPD, Grünen und FDP. Wetten das? Die CDU wird sich den Wahlverlust selber zuschreiben müssen, eine inzwischen gähnend langweilige Partei mit einer Kanzlerin, wo man nicht weiß, ist das jetzt die Bundeskanzlerin oder die Vorsitzende vom Taubenzüchterverein. Was waren das noch für Zeiten, auch wenn sie umstritten waren, Konrad Adenauer, Franz Josef Strauß, Helmut Kohl, aber auch Willy Brandt und Helmut Schmidt. Und heute. Deshalb rufe ich dazu auf, zur Wahl in Bayern, wählt die Grünen, eine sicherliche gute Wahl. Dr. D. Seltsam kennt sie.